alle, ihr Lieben. Ich bin wieder bei der Arbeit, aber es ist wieder nichts los. Ich sitze alleine hier im Trainingsraum. Und da dachte ich mir, erzähle ich euch doch einfach ein bisschen was. Einmal noch zum Thema Arbeit. Ich habe gestern Abend, beziehungsweise gestern, als ich arbeiten war, habe ich draußen auf die Pläne geguckt. Da steht immer hier 17 bis 20 Uhr kann man sich eintragen. Und dann war das für mich auch vollkommen klar. Ich habe gestern auch noch mit einer Patientin darüber geredet, dass sie sich dann heute noch mal einträgt und dann wiederkommt. Wir haben uns gestern so gut unterhalten. Und ja, dann gucke ich gestern Abend zu Hause auf den Plan. Dann steht da aber samstags 13 bis 17 Uhr. Dann dachte ich, hä, irgendwas kann da nicht stimmen. Entweder es steht falsch in meinem Plan drin oder die Listen sind falsch. Und dann habe ich heute Morgen gleich mal meine zuständige Mitarbeiterin von hier bei WhatsApp angeschrieben. Ich habe halt ihre WhatsApp-Nummer, weil wir uns da ein bisschen ausgetauscht haben, gerade wegen der Einarbeitung und so. Genau, dann habe ich ihr gesagt, dass ich heute um 13 bis 17 Uhr eingeteilt bin, aber für den Zeitraum gar keine Zettel aushängen, um sich einzutragen. Und dann war sie erst ganz erschrocken, hat sogar einen erschrockenen Emoji geschickt. Aber das kann ja gar nicht sein, sie hat doch die Listen für die ganze Woche schon ausgehängt und so. Dann hat ihr gesagt, ja, es hängen zwar Listen da für Samstag und Sonntag, aber nur für den Zeitraum von 17 bis 20 Uhr. Und dann hat sie gesagt, ah, ja, dann ist das der Fehler. Dann hat sie wahrscheinlich aus Versehen anstatt den Zeitraum von 13 bis 17 Uhr, den Zeitraum von 17 bis 20 Uhr fürs Wochenende auch ausgedruckt irgendwie wahrscheinlich. Und dann haben sich natürlich die Leute für abends eingetragen, nicht für mittags, beziehungsweise sich das eingeplant. Und dann hat sie gesagt, ja, ob es jetzt schlimm wäre, ob ich heute Abend kommen würde. Und ich bin bis gestern ja noch davon ausgegangen, dass ich sowieso abends arbeiten muss. Und dann habe ich ihr geschrieben, ja klar, kein Problem, dann komme ich jetzt einfach abends. Und dann war sie total dankbar. Ich glaube, das ist ihr einfach versehentlich durch die Lappen gegangen. Ja gut, das kann mal passieren. Ja, jetzt bin ich halt jetzt heute Abend wieder hier, so wie gestern oder die letzten Tage auch. Und ja, wie gesagt, es ist momentan wieder gar nichts los. Jetzt 17 Uhr hier. Eine Person eingetragen. Die ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. 17.45 Uhr ist wieder gar niemand eingetragen. Also mal gucken. Heute ist echt wenig. Haben sich wenig Leute eingetragen. Und wenn die dann noch gar nicht kommen, dann bin ich halt hier alleine. Genau, dann wollte ich mal noch euch was erzählen. Gerade vorhin, bevor ich gegangen bin, kurz die Post aus dem Briefkasten geholt. Da war ein Brief drin von der Diakonie, wo ich mich ja beworben hatte, falls ihr euch erinnert. Hier als Mitarbeiterin im betreuten Wohnen, wo ich das Vorstellungsgespräch auch hatte und den Probetag. Und wo ich eigentlich auch so das Gefühl hatte, dass ich da einen guten Eindruck gemacht habe. Und eigentlich auch, ja klar, man weiß nie, wie viele Leute haben sich noch beworben, wie viele Leute kamen noch in Frage, das weiß man natürlich nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt heute eine Absage bekommen, wo drin steht, dass sie sich für eine andere Mitarbeiterin entschieden haben. Ja, ist für mich jetzt halt schon echt mega enttäuschend und macht mich schon traurig, weil ich das halt so gerne gemacht hätte. Das habe ich mir einfach so wahnsinnig gut vorstellen können. Und ja, ich habe mir überlegt, ich rufe am Montag da einfach mal an und frage, woran es gelegen hat, beziehungsweise warum sie sich jetzt für jemand anders entschieden haben. Weil das will ich ja für mich selbst auch wissen. Was habe ich gegebenenfalls falsch gemacht? Oder, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jeder, der schon mal eine Absage bekommen hat. Ja, gut. Jetzt muss ich halt, wie gesagt, jetzt wollte ich da mal anrufen. Und am Mittwoch habe ich nochmal ein Telefonat, beziehungsweise kann ich mich nochmal melden beim HSB für diese Schulkindbegleitungsstelle, wo ich nochmal anrufen will, fragen,
ab wann das dann wäre und überhaupt. Das wäre jetzt natürlich halt momentan für mich als große Arbeitsstelle, also ich soll da auch nur Teilzeit, aber als ne, nicht mehr 450 € Stelle, wäre das jetzt momentan erstmal wieder nur eine Chance, die ich eben habe, eine Möglichkeit, weil jetzt das mit der Diakonie weg ist. Ja gut, jetzt mal gucken, hoffentlich kriege ich vielleicht dann das, weil das habe ich dann mir auch gedacht, das könnte ich mir alternativ auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ja, das wäre dann ja auch vormittags und auch dann bei uns hier im nächstgrößeren Ort, wo er dann auch die Kleinkindtagesstätte wäre. Das wäre dann halt optimal, dann könnte ich ihn nämlich da, wenn ich den Platz bekomme, das steht ja auch noch im Raum, könnte ich ihn ja dann dahin bringen und dann zur Schulkindbetreuung gehen. Ja, drückt mir die Daumen, dass wenigstens das vielleicht funktioniert und dass wir auch einen Kita-Platz bekommen. Das nun mal aktuell. Ja, wie es aktuell aussieht. Hallo, ihr Lieben. Es ist Mittwoch und es gibt großartige Neuigkeiten. Vorhin habe ich den Anruf bekommen von der Kleinkindertagesstätte, dass wir einen Platz haben für den Raphael. Yay! Oh, ich bin so erleichtert und ich freue mich so, dass es sofort geklappt hat. Ohne irgendwelche Wartelisten oder sonst irgendwas. Ja, ab Oktober praktisch haben wir jetzt den Platz dort in der Kleinkindertagesstätte. Genau, die geht ja bis 3 Jahren, also wird er da im Prinzip dann ein Jahr lang drin sein. Ich habe jetzt auch schon den Antrag ausgedruckt für den Kindergarten bei uns hier im Dorf, wo er dann praktisch ab 3 Jahre hingehen würde. Da brauche ich dann aber noch von meinem Mann hier so Einkommensnachweis bzw. hier Arbeitsnachweis, was weiß ich. Und dann können wir da auch jetzt schon die Anmeldung machen. Wie gesagt, dann für nächstes Jahr wäre das dann ab November, also wenn er dann 3 Jahre alt ist. Ja, und jetzt haben wir erst einmal den Platz. Ja, ab Oktober diesen Jahres. Wir kriegen dann nochmal einen Anruf von den Erzieherinnen dort und die machen dann mit uns noch einen Gesprächstermin aus, wo wir dann auch die Kita bzw. ja, die Krippe kennenlernen, uns das angucken können. Und ich denke mal, dann kriegen wir wahrscheinlich auch so eine Liste, was wir alles brauchen. Ich habe schon mal einige YouTube-Videos angeguckt von anderen Mamis, die so ein bisschen die Sachen gezeigt haben, die sie für die Krippe benötigt haben. Meistens ist es eigentlich immer das Gleiche. Man braucht einen Rucksack, Gummistiefel, eine Matschhose, Wechselkleidung, dann jetzt halt in unserem Fall auch noch natürlich Windeln, Feuchttücher, lauter so Kram. Ich habe auch schon einen Rucksack rausgesucht bei Amazon. Mal gucken, ob er den dann irgendwie geschenkt kriegt oder wir den dann einfach so kaufen. Und Gummistiefel haben wir sogar, das habe ich euch ja letztens gesagt, gell? Die Gummistiefel hätten wir sogar welche da, wenn das dann von der Größe passt. Und ja, eine Matschhose müsste ich dann noch bestellen, aber das kriegst du ja auch entweder über Kleinanzeigen oder im Herbst kommen bestimmt bei Aldi, Lidl und Co. Gibt es bestimmt wieder so Matschhosensets mit einer Regenjacke und sowas im Angebot, da werde ich dann zuschlagen. Ja, oh Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich darüber bin, dass wir diesen Platz bekommen haben. Klar, jetzt bin ich natürlich noch umso enttäuschter, dass es mit dieser Stelle bei der Diakonie nicht geklappt hat. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch mal die Bewerbung beim ASB abgeschickt oder für ein ASB abgeschickt, für die Kleinkinder, Quatsch, Schulkindbegleitung. Ja, jetzt bin ich gerade noch so auf der Suche, noch was ich sonst noch eventuell machen könnte. Ich habe mich auch mit einer netten Mitarbeiterin von mir letztens unterhalten. Die macht praktisch sozusagen die Gegenschicht zu mir. Also immer wenn ich eben im Bad Aufsicht mache, macht sie im Trainingsraum Aufsicht und andersrum. Und die, ich glaube, was hat sie gesagt, 70 Jahre alt, die macht das jetzt eben nebenher zur Rente. Und die hat auch vorher schon in der Reha-Klinik gearbeitet.
Und lustigerweise hat sie auch eine Ausbildung gemacht, früher in der Hauswirtschaft, so wie ich. Und sie hat auch genau dort in der Reha-Klinik in der Hauswirtschaft in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Und da meinte sie, ja, sprecht doch einmal einfach mal die Frau, so und so, kann ich jetzt den Namen nicht nennen, an, die praktisch uns sozusagen vorgesetzt ist. Also die macht eben die Pläne für uns. Und dann meinte sie, ich soll die einfach mal ansprechen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass ich da im Hauswirtschaftsbereich dort in der Reha-Klinik vielleicht irgendwo einsteigen könnte. Das wäre natürlich auch eine tolle Sache. Jetzt will ich aber erst mal abwarten, ob vielleicht das beim ASB klappt. Das wäre mir natürlich jetzt momentan am liebsten, wie gesagt, wo das mit der Diakonie nichts geworden ist. Alternativ, ja, dann vielleicht mal im Hauswirtschaftsbereich noch mal gucken. Es ist halt immer das Problem, ne? Ich habe eine 3-jährige Ausbildung in der Hauswirtschaft. Und wenn man dann mal so ein bisschen die Stellenanzeigen durchguckt, erstens gibt es da kaum in dem Bereich was. Und zweitens ist dann irgendwie was, wo man dann im Endeffekt als Küchenhilfe arbeitet. Und für eine Küchenhilfe habe ich nicht 3 Jahre lang eine Ausbildung gemacht, wo ich auch so Dinge gelernt habe wie, ja, eben diese ganze Planung von der Hauswirtschaft. Es gibt ja viele Bereiche. Klar gibt es die Küche, es gibt wie im Hotel zum Beispiel das Housekeeping oder auch im Bereich der Wäscherei und eben dort auch die Planung, Personalplanung, Putzpläne und so Gedöns eben machen. Das haben wir auch alles gelernt in der Ausbildung. Und dafür brauche ich dann nachher nicht als Küchenhilfe zu arbeiten. Das sehe ich einfach nicht ein. Wenn dann schon richtig und auch das, was ich gelernt habe. Ja, wie gesagt, das ist jetzt erstmal dazu. Wir haben den Krippenplatz. Und ja, jetzt gehe ich gleich wieder zur Arbeit. Diese Woche wieder im Schwimmbad. Und ja, ich wollte euch einfach nur mal die frohe Neuigkeit verkünden. Wir waren gerade schon beim Kaufland. Einmal ging hier mit Magno Pizza und zwar Diavolo und einmal die mit Schinken und Champignons. Die sind aktuell auch im Angebot. Dann für Raphael oder seinen Bananensaft. Dreimal. Dann ging mal wieder mit hier Rapsöl von K-Classic. Das nehmen wir immer zum Anbraten und so. Ich habe ja eine Ausbildung in der Hauswirtschaft gemacht und da haben wir auch viel in der Küche gearbeitet. Und da haben wir gelernt bekommen, dass das beste Öl zum Anbraten, entweder man nimmt Butter oder Margarine oder man nimmt Rapsöl, weil wenn man mit Sonnenblumenöl anbrät und das über Jahre lang macht, dann kann das, muss nicht, aber kann das krebserregend sein, weil das beim Anbraten da irgendwie so Stoffe freisetzen muss. Das nur mal als kleiner Tipp am Rande. Dann ging noch mit Happy Kinder, Happy Hippo. Einmal mit Kakao und einmal mit Haselnuss. Das mit Kakao, da gibt es aktuell Rabatt in der Cookies-App. Und ich sehe gerade, irgendwas ist hier ausgelaufen. Ganz toll. Das wird schon ein bisschen sauber machen. Moment. Södele. Dann ging hier noch mit rote Zwiebel. Kochschinken. Das möchte sich mein Mann noch extra immer gern mit auf die Pizza machen. Dann haben wir hier, habe ich seine Flasche. Dann ging noch mit von K-Classic so ein Kindergetränk. Dann habe ich mir mitgenommen von Knorr Pasta Snack Käse-Sahnesoße, ist aktuell im Angebot. Für mich, wenn ich alleine bin, wenn mein Mann bei der Arbeit ist. Dann ging hier so ein Fix Gericht mit, auch von Knorsch, aktuell auch im Angebot. Fixschlemmergeschnetzel, das werden wir voraussichtlich morgen vielleicht machen oder Mittwoch, mal gucken. Und dann hat sich mein Mann noch mitgenommen, Dessertsoße von K-Classic.
Und das will er wahrscheinlich hier mit dieser Dr. Edgar Pfirsich-Himbeerkruz zusammen essen. Dann ist hier einmal das Geschnetzelte für dieses Gericht. Dann haben wir hier den ausgelaufenen Joghurt. Und zwar ist das Almigurt Crunchy Banane. Den schön zur Seite, den muss ich dann nachher gleich essen. Dann haben wir hier nochmal, das ist auch beim Angebot Almigurt. Da habe ich hier noch Apfelbirne mitgenommen. Und Apfelstrudel ist auch immer ganz lecker. Mein Mann hat sich hier mit Nuss das mitgenommen. Dann ging noch Creme Fraiche mit, auch für dieses Gericht. Ja, hat sich mein Mann hier einen Smoothie mitgenommen, Apfel, Banane, Mango. Und zwei Quetschies von Ehrmann, einmal mit Vanille und einmal mit Himbeer. Dann ging noch mit von Volvic hier. Und da ist auch Joghurt drauf. Orange Mango ist das hier so. Getränk. Dann ging noch mit reduziert von Hip so Knabbereien. Dann auch im Angebot von Mireille dieser Frischkäse, einmal mit Frühlingskräutern. No. Und der Rest ist hier Bäckertüte, Brezeln. Das war's dann auch schon mit dem Kaufland-Haul für heute und ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.